Yo. Willkommen zurück zu einem längst eingestaubten Let's Play. Mein Klon. Zwei. Langes her. Eigentlich soll es auch noch viel länger sein, weil wir sind jetzt schon bei Folge 45, während mein Carpeten und Itawheel Let's Play immer noch nur. Ja gut, also Itawheel kommt mittlerweile auch schon an die 40 ran. Aber mein Carpeten Let's Play zum Beispiel hat gerade mal 20 Folgen, knapp, also mehr als 20 Folgen. Aber es wurde sich tatsächlich gewünscht, mal wieder ein bisschen Mindclone aufzunehmen und dementsprechend jetzt auch mal wieder ein bisschen Mindclone und Vanilla Server Let's Play. Heute, diese Woche, also heute und morgen. Vornehmlich erstmal mein Klon. Ja. Genau. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal auch direkt an. Hat sich ein bisschen was getan auf dem Server. Jetzt nicht so viel, wie man denken könnte. Aber ist halt nur ein kleiner Server. Und seit dem Wechsel auf Mindset Version 5.01, nee, 5.00, mein Server läuft ja noch unter 5.00, also 5.0.0. Seitdem ist halt weniger Betrieb. Bin ich aber tatsächlich nicht der Einzige. Darüber beklagen sich viele Server mittlerweile. Da gibt es im Forum richtig einen Thread mittlerweile zu. Weil noch sehr viele Server, gerade die gut besuchten, sind alles die älteren Server, also mit 0.4.17 respektive 17.1. Ich habe gerade ein besseres Passwort eingegeben. Das müsste sein. So, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Wir haben zuletzt, glaube ich, diesen automatisierten Ofen gemacht, wenn ich mich nicht ganz entsinne, also falsch entsinne. Schade, jetzt hat keins gerade gegangen. Na gut. So. Okay, wir sind in unserer Hütte. Lilia 1966 ist on. Ich weiß das gerade genau. So, den Ofen, den haben wir letztens fertiggestellt. So, dann würde ich mal sagen, heute gucken wir erstmal. Was, ist immer noch fertig gewachsen? Lol. Gucken wir uns erstmal um, weil es hat sich tatsächlich ein bisschen was geändert. Zum einen haben wir hier direkt zur rechten, nein, da war das Haus von Exo. Da war irgendwo dann mein Hotel, da hinten in der Ecke, das kennen wir schon. So, und hier sieht man schon ein paar Bäumchen, genau, da ist mein Hotel, da müsste mein Hotel sein. Ja, da kommt es gerade, sieht ein bisschen komisch aus, aber da ist mein Hotel. So, und hier ist direkt neben meiner kleinen Let's Play Hütte mittlerweile auch ein kleines Dörflein entstanden. Obsidian, okay. Ja, hier gab es sogar einen Waldbrand, den ich als Administrator mal löschen musste. Ich sehe gerade, hier ist noch eine Tür falsch. Ja. So, dann reparieren wir das gleich mal. Weil mittlerweile gibt es nämlich beim Mindclone einen Fix. Man kann jetzt die Türen in beide Richtungen platzieren. Yay! Habe ich gern getan. So. Ja, wie gesagt, hier ein richtiges Feld mittlerweile. Richtiges Dörflein mittlerweile direkt bei uns. Es hat sich aber noch vieles andere getan. Es gibt zum Beispiel noch ein richtiges Dorf. Das hat zum Beispiel der nette Herr JJK1, Testperson und noch jemand haben auch noch ein richtiges Dorf gemacht, abseits jetzt von unserer Spawn City. Ich weiß jetzt nur nicht, wie wir da jetzt auf die Schnelle hinkommen. Wir gehen auf jeden Fall erstmal direkt zum Spawn. Der ist ja nicht so weit weg. Wie sieht eigentlich unsere Ausstattung aus? Okay, wir haben zu essen dabei, wir haben keine Rüstung, brauchen wir aber auch nicht. Ist ja sowieso gerade keiner on, der uns Böses wollen könnte. Außerdem haben wir auch gar keine Rüstung, fällt mir gerade ein.
So schön an dem Häuschen von Exo dran vorbei. Also siehst du, da hinten wurde auch was gebaut. Seit wann gibt es hier eine Stadtmauer? Seit wann gibt es hier eine Kiste? Ach komm. Danke. Einfach so während eine Kiste. Auf jeden Fall. Na, ein paar Eimer können wir uns mal nehmen. Ich hab geklaut. Ja. Hier ist ein Fluss entstanden. Wie ist der apropos? Kacke. Hier wollte ich noch heute auch noch was ändern. Momentchen mal, wieso kann ich eigentlich bauen? Ich bin noch. Momentchen mal, wer bin ich denn jetzt? Ich bin das auch nichts an. Oh, ich habe auf dem Server Rechte. LOL. Okay. Wusste ich gar nicht mehr. Jo. Auf jeden Fall ich weiß gar nicht, wer das war, glaube ich, JK1 hier einen richtig, so einen schönen Bach gemacht. Da vorne ist ja unser Spawn. Wie ist eigentlich von der Sichtweite so niedrig? Da vorne ist ja irgendwo der Spawn. Ah, jetzt kommt er langsam. Und hier war der Park und da hat JK1 hier noch einen Bach hingemacht und einen Weg zum Bach natürlich. Und da mache ich jetzt noch keine Trampelfahrt hin, einfach wo es passend ist. So. Okay, so. Dann hat Lilia ja diesen Bereich hier gemacht, diesen kleinen Park, sag ich jetzt mal. Und da habe ich jetzt hier noch so schön ein paar Bäumchen gemacht, so richtig große Bäume als Park. Und dann noch quasi so Bäume in der Zucht, die dann noch größer werden sollen. Quasi ganz normaler, ganz kleiner Baum, der hier erst noch wachsen muss. Und dann ein etwas schon größerer gewachsener. Den habe ich mit einem kleinen Trick gemacht. Ich habe erst hier unten ein bisschen Holz hingemacht, dann der Erde, auf die Erde jeweils einen Baum, dann noch ein Baum, dann noch ein Baum. Also quasi kein Mammutbaum wird gezüchtet, sondern vier einzelne Bäume. Und dann die Erde wieder mit, ja, wird ausgetauscht. So, was hat sich noch geändert auf dem Server? Renn, renn, renn. Direkt hier in Spawn-Nähe. Ich weiß nicht, ob die Eisenbahnstrecke schon bekannt ist, aber wir haben jetzt hier eine Eisenbahnstrecke mit richtigen Bahnhöfen. Da sieht man zum Beispiel eine kleine Haltestelle. Hier, das ist quasi der Bahnhof direkt am Spawn. Dann ganz neu für neue Spieler, ganz neu für neue Spieler, ganz wichtig für neue Spieler, wir haben jetzt ein verbindliches Regelbuch. Ha? Regelbuch verbindlich. Ha? Regelbuch verbindlich, zeigt mit dem Pfeil hierauf. Und hier gibt es deutsche News, deutsche Regeln. Deutsche Infos und das Ganze dann nochmal in Englisch. Kommt man hier in so ein Buch, Dingsabums da rein, mit Rechtsklick und dann kriegt man ein Buch. Und in dem Buch stehen alle wichtigen Regeln drin, die hier gelten. So. Achso, dann ist das noch eine Kiste wahrscheinlich. Ja, okay. Gut, mache ich jetzt nicht rein. Ist mir zu anstrengend. So, dann wie gesagt, gibt es halt noch einen Neuigkeitenraum. Da kann man auch als normaler Spieler sich praktisch Schilder kaufen für 30 Münzen. Also diese Goldtaler. Habe ich gerade keine. Und dann gibt es noch ein Info. Aber hier ist jetzt nicht. Naja, also das ist quasi Information, die Spielern helfen sollen. Aber jetzt keine Gesetze oder Regeln im klassischen Sinne. Sondern halt solche Sachen wie, wie protecte ich Gebiete und sowas halt. Kann ich aber hier auch mal ein Buch rausnehmen und euch das mal zeigen. Kopie von Info, Kopie von Regeln. So, genau, Regel ist ja hier. Und dann einmal Information. So, können wir mal ganz kurz durchlesen. Also erstens, alle Beleidigungen, also ja, Beleidigungen unter Punkt 1. Alle Beleidigungen können mit mehreren Jahren bis zur unendlich langen Bann bestraft werden.
Das Interact-Privileg kann auch weggenommen werden. Sprich, also dann kann man auf dem Server nichts mehr verändern. Auch nicht eigene Sachen, man kann gar nichts mehr verändern. Unter Punkt 2, wenn ein Moderator oder ein Administrator beleidigt wird, wird das sofort mit unendlich langem Bann bestraft. Das kann natürlich, wie gesagt, auch bei normaler Beleidigung anderen Spielern gegenüber passieren. Wenn jetzt wirklich eine Beleidigung kommt, die einfach absolut unter die Gürtellinie geht oder einfach, wie gesagt, Beleidigungen als solches haben auf dem Server hier bei mir nichts zu suchen. Wenn das andere Serverinhaber mögen oder tolerieren, okay, hier bei mir, ja, kann sowas durchaus schon mal einen Bann mit sich ziehen. So, Bauen von schlimmen Zeichen. Unter Punkt 1, das Bauen von schlimmen von Zeichen, Hakenkreuzen und anderen Herumtees wird mit Wegnahme des Interact-Privilegs mit bis zu unendlich langem Bann bestraft. Dann das Zerstören von anderen Bauwerken ist natürlich auch, ne? Wieder mit Wegnahme des Interact-Privilegs und mit endlos langem Bann. Also wie gesagt, solche Sachen behalten wir uns vor. Auf alles, was irgendwas ja, Schlimmes verstößt, ist halt unendlich langer Bann oder der Entzug vom Interact-Privileg. Dann ist Hacking allgemein verboten. Da hat hier noch so einen schönen Satz hingeschrieben. Hacking. Sollte der Server, Klammer, was nicht passieren wird, Klammer Ende, mal gehackt werden, wird das mit unendlich langem Bann bestraft. Ja. So, dann noch Informationen, wer Moderator und Administrator ist. Moderator ist halt JJK1, der auch das Ganze hier geschrieben hat. Sowohl die Regeln als auch die Informationen hat beides er geschrieben. Dann Administrator bin ich. Und Volker Konsole, wobei Volker Konsole ja quasi ist, wenn ich halt über die Konsole auf den Server drauf zugreife. Und dann noch Rechte. Normale Spieler haben halt nur diese klassischen, er kann chatten, er kann mit der Welt interagieren, also Sachen verändern, solange es wie es nicht protected ist. Und er kann sich den Homepunkt setzen. Quasi, ja, bis zu 32 Bereiche mit jeweils 512 mal 512 Blöcken abstechen. So, Moderator haben folgende Privilegien, bla bla bla, ist für normale sowieso relativ uninteressant. Und Administrator haben alle Rechte. So, und dann nochmal Informationen. Herzlich willkommen auf dem deutschen Minecraft 2 Server. Dies ist ein deutscher Server, wie du sicher schon bemerkt hast. Du darfst hier an jedem freien Platz bauen, dir ein Grundstück protecten. Wie das geht, erfährst du weiter unten. Der Admin ist Walker. Das Moderator-Team besteht momentan aus diesen Spielern. JJK1 Stand 28.09.2019. Außerdem gibt es folgende große Bereiche. Der Spawn. Beim Spawn findest du die vier Tutorials, eine Mühle mit Farm aus ein Holzwerk, ja, ist ein bisschen weiß auf weiß, muss man gucken. Ein Holzwerk, in dem es Setzlinge zu kaufen gibt, eine Bank, in der du Metall und Edelsteine umtauschen kannst, eine große Kathedrale, ein Lager, einen Marktplatz und ein Zoo. Der Park. Im Park gibt es natürlich erstmal den eigentlichen Park. Außerdem noch einen Blumengarten, einen Pflanzenkürbis, einen Riesenkürbis und vieles mehr. So, die Stadt. In Angel Town kann sich jeder ein Grundstück. Was lese ich hier für einen Müll? In Angel Town kann jeder ein Grundstück haben. Es gibt größere und kleinere. Es sollte also für jeden was zu finden sein. Wenn du ein Grundstück haben möchtest, melde dich bei JJK1. Ja, hier unten ist ja nochmal erklärt, wie man eine Area erstellt, wie man Spieler hinzufügt. Das ist jetzt erstmal interessant. Das kann man sich dann bei Bedarf nochmal durchlesen. So, und wie gesagt, bei News ist erst mal nur erklärt, was es ja mit den Stellen hier auf sich hat. Und wie gesagt, das Ganze dann nochmal in Englisch. So, das Englische habe ich einfach gemacht, indem ich die deutschen Sachen rauskopiert, in Google Translate eingearbeitet habe und dann nochmal über das, was von Google rausgespuckt wurde, dann nochmal ein bisschen überarbeitet habe, in dem Sinne geguckt, ob die Sätze sinnvoll klingen oder ob Google mal wieder Macke geschoben hat und irgendwelche Wörter mit Sachen übersetzt hat, die man normalerweise so nicht machen würde. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Hauptarbeit hieran, wie bei vielem, JJK1. Mittlerweile hat JJK1 und den Server einfach mal fast alles gemacht und ich fast gar nichts. Egal. Ich bin dazu da, den Server zu hosten. Für Inhalt
nicht weg. Für immer. Und ewig. So. Genau, hier dieses Tutorial kennt man ja. So, was hat sich noch geändert? Ja, beim Spawn, also der Spawn an sich hat sich jetzt nicht groß verändert, sieht man vielleicht auch schon. Da ist jetzt so stark nichts dazu gekommen. Seit unserem letzten Let's Play. Aber in Angel Town ist ein bisschen was dazu gekommen. Zum Beispiel habe ich als Walker natürlich jetzt ein richtiges Häuschen hier gebaut. Mit schönem Garten und allem drum und dran. Können wir mal ganz kurz hingehen. So, das ist meine Hütte. Walker, Hauptstraße 14. Meine Wohnung mit Teppich und Tisch, Werkbank, kleinem, naja, ich sag jetzt mal, ja, Lager quasi. Dann hier so ein Schreibtisch, das ist ja eher so Esstisch und allgemeiner Tisch. Dann großes Bett und einen Ofen, richtig mit Kamin, der auch, hat man vielleicht gerade schon gesehen, um rausguckt. Voll süß. So, dann hier natürlich richtig schön Garten, kleiner Trampelweg, Bäume, wo ich manuell Ranken dran gemacht habe, die dann jetzt schon runterwachsen. Und dann nach hier unten, kleiner Steg. Richtig schön aus Stein gebaut. So, dann gibt es hier noch einen kleineren Weg, weil das Grundstück ist quasi eigentlich ein normales Grundstück und zwei kleinere Grundstücke, die noch angrenzend waren. Und da habe ich mir gedacht, okay, die beiden kleinen Grundstücke, weil das waren sehr kleine Grundstücke, habe ich noch mit zu meinem Grundstück dazu genommen und habe das quasi als Garten umfunktioniert. Zum Beispiel habe ich halt hier jetzt richtig schön zugewucherten Garten, das, so, das sieht so geil aus, mit einem kleinen Teich, mit einem Feld. Das Feld ist nicht funktionabel, weil hier ist kein Wasser. Das heißt, wenn man hier Sachen aberntet, wird die Erde darunter sofort zur normalen Erde und auch die Sachen, die hier drauf sind, wachsen ultra langsam. Deswegen, das ist nicht, damit ich hier ernten kann, sondern wirklich einfach nur zur Optik, weil es halt schön aussieht. Und hier, wie gesagt, ist noch so ein schöner Tunnel zu dem Teich von Angel Town. Ja, das ist ja quasi mein neues Gebäude, wie gesagt, für Walker. Und ja, mal gucken, vielleicht bauen wir sowas in der Art, vielleicht sogar nochmal als Ronix im Rahmen des Let's Plays. Weil unser Haus ist ja doch ein bisschen sehr groß geworden, was es eher schwer macht, da so eine schöne verschwundene Sachen zu machen wie hier, dass sowas hier mit so einem richtigen Garten und so klappt mit dem kleinen Haus so wie das hier halt wesentlich besser, ja? Als mit unserer großen Scheune. Von daher, ja, was hat sich noch getan hier? Das Problem ist, ich kann hier gar nicht sagen, welche Häuser alles dazugekommen sind, weil ich gar nicht alle Häuser auswendig kenne. Und um zu wissen, was dazu kam, muss man erstmal wissen, was davor schon da war. Und daher keine Ahnung, was jetzt hier neu alles ist, aber das Gebäude da hinten, das kommt mir nicht bekannt vor, dürfte also neu sein. Das Gebäude da hinten auch, das sind auch neue Gebäude. Können wir mal kurz vorbeigehen, vorbeischauen. Erste Folge schon wieder fast rum. Egal. Nach so langer Let's Play Pause kann man ruhig mal ein bisschen was zeigen. Das ist eine Kooperationsarbeit mit JJK1 und einem, Gott, wie ist denn der andere? Werden wir gleich sehen. MacFox, genau. Gehen die Türen nicht hier mit Schaltern auf oder kommen wir hier gar nicht rein? Ja gut, Drop Geld und Iron. Haben wir keins von beiden dabei. Schade. Nicht rein. Na gut. Grundstück 8 und Haus zu verkaufen. Preis war. Achso, lol. Stimmt ja, das war ja ein Haus, was jemand gebaut hat. Ja. Aber nicht für sich selber, sondern damit es dann halt andere nutzen können. Witzige Sache. Aber okay. So, hier hat JJK1 einen ganz neuen Palast gebaut. Wobei, den habe ich glaube sogar schon gezeigt. Kann das sein?
Weiß ich gerade gar nicht. Kannst du gerade sehen, dass ich das Ding schon gezeigt habe? Auf jeden Fall ist das, wie gesagt, quasi der Endpalast. So, hier ist dann das alte Grundstück von Lilie 1966. Die ist ja jetzt woanders hingezogen, aber als sie noch hier gelebt hat, ne, das Grundstück. Das ist also mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Sehr viele Blumen, große Beete. Sehr nicey-dicey. Und sehr aus dem japanischen Stil inspiriert, wie ich gerade sehe. Oh ja, da hinten die ganzen Bäume. Da bricht gerade meine Framerate ein bisschen zusammen. Tja. Hohe Sichtweite und dabei noch eine Aufnahme starten, ist halt keine gute Idee. Hier führt sogar die Bahnlinie lang. Nicey. So, hier haben wir dann nochmal ein Gebäude von Lilia. Eben, und das hier war eigentlich nur eine Zwischenstation, weil wenn man dem Weg folgt, dann kommt man eigentlich zu dem eigentlichen Wohnsitz von Lilia. Das ist nämlich ein bisschen abseits. Deswegen hat sie auch eine eigene Bahnlinie spendiert bekommen. Weil der Weg zu laufen ist halt schon ein bisschen. Dauert schon. Was? Verstehe ich gerade? Weg nach Lilienthal. Nice. Oh, ich liebe diese Dschungelbereiche. Das ist einfach so schön. Gibt's nichts Besseres als Dschungel. Wieder im echten. Na gut, im echten gibt's noch ein bisschen was Besseres, aber. Das Beste ist sowieso immer noch Abwechslung. Also nur Dschungel, ich glaube mal, wenn man die ganze Zeit nur Dschungel, also eine Map hat, wo wirklich nur Dschungel ist, dann wirst du auch kirre. Aber gerade so in vereinzelten Orten ist Dschungel immer ganz geil. Vor allem, wenn da überall so richtig schön Lianen dran wachsen, so wie es sein muss. So, und hier müsst du jetzt auch langsam in die Nähe von dem neuen Dorf kommen, was ich vorhin mal erwähnt hatte. Also siehst du schon da hier. Hier ist ja auch noch ein neues Gebäude entstanden. Auch von Lilia. Scheiße, weiß ich gar nicht. Wenn wir weiter zu Lilia wollten, müssten wir in die Richtung. Aber um jetzt zur Burg zu kommen, die ich zeigen wollte, müssten wir in diese Richtung. Was ist wichtiger? Gucken wir in der nächsten Folge. Machen wir gleich Programm beenden. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge.